wie man Lawinen sprengen kann. Da gibt es verschiedene Arten. Einen Teil haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt schauen wir noch eine dritte Art an, nämlich wie das mit dem Heli funktioniert. Bei mir ist wieder der Urs Meier vom Rettungsdienst. Urs, wir hören den Heli schon. Jetzt, was passiert genau? Genau, jetzt könnt vorne hockt ein Butterlord von uns. Der kann dem Pilot sagen, wo er genau herfliegen muss. Und so kann man halt ziemlich genau die Punkte sprengen, wo die Lawinen-Hotspots eigentlich drin sind. Jetzt sieht man, es fängt unten drin an, also kommen sie dann zuerst da vorne, die Türen, werden sie da gar nicht mehr sprengen. Oder erst am Schluss. Der Heli macht eigentlich das Gleiche, wie ihr vorher schon gemacht habt. Einfach im Skigebiet schauen, dass die Pisten, oder dafür sorgen, dass die Pisten sicher sind. Ja, genau. Eigentlich ist das eigentlich die geschwindste Methode zum Lawinenspringen. Weil so geschwind wie im Heli kannst du es nicht fortbewegen und den Standort so geschwind wechseln. Es funktioniert ja auch nicht immer. Wir haben jetzt heute Wetterglück. Wir sind da wirklich auf dem Jakobshorn oben und es ist super Wetter. Der Heli kann fliegen. Wie ist das, wenn das Wetter nicht so gut ist? Dann müssen wir mit den Ski runterfahren. Gehen wir in Zweiergruppen. Eigentlich steigen wir zuerst mit dem Fell auf und fahren dann eigentlich nach bis nach mit Sprenggaben. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Jetzt ist er irgendwo. Jetzt sollte er gerade da unten kommen. Der Heli hat ja heute schon verschiedene Einsätze geflogen. Es ist ja auch noch speziell. Es ist heute nicht nur für das Skigebiet unterwegs, sondern auch für den Kanton Graubünden und für die Rätische Bahn. Wieso genau? Ja, wegen der kritischen Lawinensituation, die wir jetzt haben, ist die Gefahr, wenn man es zu lange aufschiebt, dass die Lawine dann abkommen könnte auf der Strasse. Und da tun wir eigentlich vorbeugen, dass wir den Schnee eigentlich schon runterbringen, dass die Lawine noch nicht so gross ist, dass auch noch nichts passieren kann. Das heisst, mit dem Heli wird dann dafür geschaut, dass nicht eine Lawine unkontrolliert jetzt auf eine Schiene von der Rätischen Bahn oder auf eine Kantonsstrasse runtergeht? Ja, genau, das ist richtig. Ja. Jetzt sollte er dann gleich da unten seinen Gumpf fliegen. Hört dann alle ein bisschen, sieht oder jetzt noch nicht. Genau, jetzt sehen wir da vielleicht noch ein bisschen Führung stehen. Sehen wir ihn gerade da unten, wer kommt. Genau, da kommt er. Genau. Einer hat immer die Tür offen vom Heli und kann so eigentlich aus dem Heli den Sprengstoff rauswerfen. Das ist der gleiche Sprengstoff, wie wir vorher gesehen haben, den du auch von Hand geworfen hast? Ja, genau. Aus dem Heli aus haben wir meistens 2,5 oder 5 Kilo Ladungen, die wir vorgebraucht haben. Das waren 1,5 Kilogramm. Jetzt weiss ich nicht, wie gut dass man es auf dem Bild sieht, aber der ist mit einem Bein von außen. Also ich hoffe, jetzt, der ist noch gesichert. Ja, genau, der ist gut abgebunden, dem kann sicher nichts passieren. Jetzt, wenn du so gut schaust, siehst du, dass die Ladung ist draussen und der Heli kann weiter. Und wir sehen dann auch, wie die Ladung detoniert. Da muss man auch die 90 Sekunden warten. Ja, genau, das ist der Sicherheitsabstand, dass der Heli sicher genug weiter wegkommt, dass die Detonation dem Heli nicht anhören kann. Jetzt dunkelt mir, der ist aber gleich noch näher. Ah, jetzt wirft er noch mal etwas raus. Genau, jetzt hat er noch eine zweite Ladung rausgeworfen, gerade vor dem Masten. Das, weil der Mast hat nur einen Wirkungsradius von etwa den Pfosten, die man dort sieht. Das sind etwa 30-40 Meter und dann kann man nebendran kann man auch noch eine Sprengladung vom Heli aus einwerfen, weil das eigentlich relativ zielsicher und genau ist. Habe ich dann das Gefühl oder schmeckt es so etwas verbrennt? Nein, das ist der Sprengstoff, wenn er explodiert, wandelt sich der in einen Haufen Gas um.
so etwa 900-fache vom eigenen Volumen. Und das gibt natürlich so einen Geschmack. Das ist also der Geschmack von dieser Explosion, die man jetzt hier merkt. Ja, genau. Jetzt, wenn man den gut schaut, sieht man da gerade an denen, würde die Ladung jetzt gerade abgehen. Die erste. Sieht man oben im Grat nochmal der Heli. Dort oben tun wir auch meistens noch Sprengladung ein. Die zweite. Ja. Siehst du von da schon etwas? Ja, da sieht man da jetzt nur Löcher im Schnee. Das war sicher negativ gewesen, beide. Aber es ist gleich jetzt der Jatzhang, Jatzweg so weit gesichert, dass wir sagen können, dass da über den ganzen Tag sicher keine Lawine auf die Piste abkommen kann. Der Heli, der ist jetzt noch unterwegs. Wie viele Sprengungen macht jetzt der heute? Ja, es ist immer unterschiedlich von Tag zu Tag und von Situation. Man tut das eigentlich erst aus dem Heli aus beurteilen, wo man jetzt sprengen und wo nicht. Also man tut eigentlich ein bisschen mehr mitnehmen, aber man tut es meistens nachher wieder zurück ins Magazin. Aber es wären so zwischen 30 und 40 Sprengpunkte sein. Sind die Sprengungen jetzt denn bald schon fertig oder dauern die noch an? Jetzt geht der Heli noch ein Richtung unseren Speichersee. Dann müssen wir auch vor Lawinen schützen, dass wenn das keine Lawine in den See rein kann, dass das Wasser ausschüttet. Die Sprengaktion geht meistens mit dem Heli um Viertelstunde, 20 Minuten für das Gebiet und dann können wir die Zeitung offen tun, dass die Gäste um 8:30 sicher auf dem Jakobshorn fortfahren können. Genau, jetzt habe ich nämlich die Zeit ein bisschen aus den Augen verloren. Jetzt ist dann schon bald alles bereit, dass da die Schneesportler auf die Piste können. Ja genau, da unten sieht man auch, ist noch Maschine parat gemacht, dass wenn jetzt die Lawine positiv gesehen, dass der gar nicht die Piste noch nachpräparieren hätte können. Und sonst sind eigentlich die Pistenmaschinen nicht mehr am Seil und jetzt bald in der Garage, so wie ich vorhin gehört habe. So kann dann der Wintersportler es dann loslassen. Und sind dann sicher auf der Piste? Ja, genau. Dass keine Lawinen auf die Piste kommen, genau. Danke dir vielmals für den Einblick. Ich hoffe, Ihnen, die zuschauen, hat es auch gefallen. Und damit verabschieden wir uns vom wunderschönen Jakobshorn. Ade miteinander.